Hi Leute und willkommen zu einem etwas anderen Video von mir, denn ich wurde von der lieben Sitzen-LP getaggt, deshalb muss ich jetzt 11 Fragen beantworten und danach darf ich jemand anderen taggen, der dann dieselben Fragen beantworten darf, wenn er möchte, was ich hoffe. Und ja, reden wir nicht lange drum rum und fangen doch gleich mal an. Die erste Frage: Besitzt du eine Brille? Also ich selber habe keine Brille, was mich ziemlich verwundert, denn der Rest meiner Familie hat alle, also die haben alle irgendwie eine Brille, aber ich brauche keine. Bin ich auch irgendwie glücklich darüber. Aber naja. Zweite Frage: Welches Genre gefällt dir am besten? Fantasy, Manga oder Science Fiction? Also wenn es in der Frage direkt um Bücher geht, finde ich Mangas schon sehr interessant. Ich habe einige Bleach-Mangas gelesen. Kann man auf jeden Fall sich angucken. Macht sehr, sehr viel Spaß. Aber ich bin so eher der Fantasy-Typ. Also ich stehe total auf Fantasy-Sachen. Science Fiction ist jetzt nicht so mein Genre. Auch nicht, was jetzt Filme oder Videospiele angeht. Da bin ich hauptsächlich im Fantasy-Bereich. Das gefällt mir da einfach am besten. Ja, die dritte Frage. Dein Lieblingsvideospiel und warum? Ja, das kann ich eigentlich überhaupt nicht sagen, denn es gibt viele, viele Spiele, die mir wirklich sehr gut gefallen. So, wie gesagt, Fantasy-Spiele und Rollenspiele. Wenn man das kombiniert, kommt sowas wie Final Fantasy raus, Shadow Hearts, Kingdom Hearts. Also die ganzen Spiele sind einfach nur episch. Ich finde die genial, ich könnte die immer wieder spielen. Aber da ich mich wahrscheinlich festlegen muss, sage ich Final Fantasy 9. Und warum? Ich finde die Charaktere in dem Spiel sind einfach nur genial. Ich finde den kleinen Schwarzmagier, den Vivi, den finde ich einfach so süß und der mit seinen kleinen Kulleraugen. Das ist so cool. Final Fantasy 9, auch von der Story her und was man da alles machen kann, das ist einfach nur geil. Mir egal, was die anderen denken, ob Final Fantasy 7, 9, 12, 33, mir eigentlich egal. Meins ist Final Fantasy 9 und es wird es immer bleiben. So, fertig aus. Nächste Frage. Welches war dein erstes Videospiel? Puh, da muss ich auch ganz schön überlegen. Das ist ja viel zu lange her. Ja, was waren das? Jetzt muss ich mal ein bisschen in der Vergangenheit forschen. Was habe ich zuerst gezockt? War das auf dem Game Boy oder auf dem Super Nintendo? Nein, es war auf dem NES. Es war damals ein Kirby-Spiel. Ich weiß nicht mehr welches, aber ich habe damals immer ein Kirby-Spiel gespielt, aber frag mich nicht welches. Auf dem Nintendo Entertainment System war das auf jeden Fall, aber schon ziemlich lange her. Ja, nächste Frage: PS3, Xbox 360 oder Wii und warum? Also ich selber habe eine Xbox 360. Ich habe die damals von einem Kumpel abgekauft, weil der es ja sonst weggeschmissen hat, dass er kaum noch ging. Aber die ging eigentlich noch ziemlich lange weiter. Ich habe es jetzt auch schon ein paar Jährchen. Aber eine Wii würde mich auch mal interessieren. Da gibt es einige Spiele, die wirklich sehr gut aussehen. Und ich weiß nicht, wie der Spielspaß ist mit den Controllern. Da. Mal schauen, vielleicht werde ich mir da mal eine holen. Wann hattest du deine erste Verbindung mit dem World Wide Web? Das ist auch wieder so eine gute Frage. Es ist auch schon etwas länger her. Ich weiß, dass ich als kleines Kind schon angefangen habe, am PC zu spielen. So mit 4 oder 5 Jahren habe ich angefangen, am PC zu spielen. Zumindest habe ich es versucht. Und ich schätze mal, so mit 5, 6 Jahren war ich dann das erste Mal im Internet und habe da, keine Ahnung, irgendwas gespielt oder weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall in dem Dreh rum. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, siebte Frage. Dein Lieblingsfilm und warum? Ich hasse solche Fragen. Ich kann mich da nicht auf eines direkt festlegen. Ich finde einfach so viele Sachen genial und ja, bei den Filmen genauso.
Ich mag die Transformers-Reihe. Die ist auf jeden Fall richtig geil. Super gemacht mit den ganzen Robotern und das Transformieren und die Kämpfe. Das ist richtig geil gemacht. Drag Me to Hell soll ja angeblich ein Horrorfilm sein, aber ich lache mich da jedes Mal schlapp. Den muss man gesehen haben. Der ist einfach nur geil. Und ich liebe Vampir- und Gruselfilme, also sprich die Blade-Reihe, genau, die Blade-Reihe und Underworld sind auch geile Filme, also da kann ich mich wirklich nicht festlegen. Tut mir leid. Aber jetzt wisst ihr so ein bisschen, welche Filme ich schaue. Ja, nächste Frage, deine Lieblingsserie und warum? Da ich seit einigen Monaten jetzt nicht mehr wirklich Fernsehen schaue, gibt es im Moment nicht wirklich eine Lieblingsserie, aber ich habe sehr gern Scrubs und Simpsons geguckt. Vor allem Simpsons, das ist einfach nur Kult. Und zwischendurch auch South Park, also kann da jetzt auch nicht wirklich sagen, was ich da am liebsten gesehen habe. Naja, egal. Machen wir mal weiter. Neunte Frage. Welches Handy besitzt du? Bist du zufrieden damit? Ich besitze ein Sony Ericsson Xperia X8 und ich bin sehr zufrieden damit. Also ich hätte mir zwar etwas anderes Handy gewünscht, aber das kann ich mir ja irgendwann anders kaufen, wenn das mir zu alt geworden ist. Aber ich bin auf jeden Fall zufrieden damit. Es ist ein schöner Zeitvertreib da mit den ganzen Apps und so ein Zeug da mal ein bisschen rumzuprobieren, welche da was taugen und welche nicht. Also ist auf jeden Fall spaßig, das Handy. vorletzte Frage. Steve Jobs oder Bill Gates? Ja, definitiv Bill Gates. Habe schon immer Windows-PCs und eben meine Microsoft-Dings-Zeug, Xbox und ja, eigentlich noch nie so Zeugs von Steve Jobs gehabt. Also, ich würde mir auch nicht unbedingt was davon holen. Nee, nicht wirklich. So, kommen wir zur letzten und vielleicht wichtigsten Frage. Weiß ich nicht. Wie viel Zeit verbringst du täglich online? Das kommt immer drauf an, denn wenn ich mal mit dem Arbeiten fertig bin und ich dann nicht unbedingt noch zu einem Kumpel renne oder allgemein, wenn ich frei habe und nichts vorhab, dann sitze ich eigentlich schon den ganzen Tag am PC, gucke mir irgendwelche Filme an, irgendwelche Let's Plays, bin nur am Chatten, am Surfen, am Aufnehmen, Zocken und was man sonst noch alles für schöne Dinge über das Internet machen kann. Auf jeden Fall sehr, sehr viel Zeit. Meiner Meinung nach schon fast zu viel. Aber naja, es macht ja auch irgendwie Spaß, da zu zocken und ja, genau. Ja, das waren die 11 Fragen, die ich durch Sitzen LP erhalten habe, da sie mich getaggt hat. Und jetzt darf ich auch jemanden taggen. Und ich weiß genau, wen ich da nehme. Ja. Ich tagge dich, Anthorax. Ja, ihr kennt ihn bestimmt auch aus meinem Left 4 Dead Together. Da hat er mitgespielt. LP Anthorax, hiermit bist du getaggt. Bitteschön. Mach was draus. Ciao, ciao.